Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu meinem Zimmercar. So, nicht viel überlegen. Wagen ist noch warm von der letzten Folge. Ah, wir müssen noch ganz kurz was essen, was trinken. Hoffentlich reicht die Zeit noch zum TÜV zu fahren. Ja, das geht klar. Zack. So. Kurz was gegen den Stress tun. Leute, raucht nie. Wirklich. Tut euren Körper das nicht an und fangt an zu rauchen. Wirklich, das ist nicht gut. Versucht es euren Eltern genauso beizubringen. Falls sie rauchen sollten. Aber die meisten sind leider süchtig und das wird nichts mehr. Mit dem Aufhören. Sehr gut. So, auf geht's. Tag 2. TÜV Try Nummer 2. Könnte man sagen. Ja, jetzt ist das Gemisch ziemlich gut. Ich hoffe nicht, dass das jetzt noch steigt und ins Rote reingeht. 15,2 ist okay. Kann man mitarbeiten? Ja, wie ihr hören könnt, mir geht es ein bisschen besser. Die letzten Wochen hatte ich leider einen grippalen Infekt und konnte dadurch nicht wirklich was machen. Zwischendurch habe ich ja Landwirtschaftssimulator gestreamt, was natürlich auch wieder kommen wird. Meine Mitglieder haben ja die Möglichkeit, auf unserem Server zu spielen. 24 Stunden rund um die Uhr, High-Performance-Server. Flüssig ohne Ende. Kein Laggen, kein Stottern. Seit neuestem. Wir hatten leichte Probleme. Aber der Server funktioniert nun. Also alle Mitglieder des Kanals finden ein Mitgliedsvideo auf meinem YouTube-Channel, was nur Mitglieder sehen können. Und die können dann joinen. Das Passwort wird natürlich monatlich geändert oder jährlich geändert, damit auch die neuen Leute drauf joinen können. So, wir haben das Dreieck dabei und wir haben unsere Emissionswerte verbessert. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren, dass wir den TÜV bekommen. Ich würde ja toi 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 auf Holz klopfen, aber boah, scheiße. Wie gut ist der Wagen geworden? Ich wundere mich immer wieder. Aber ich glaube auch, dass das mit den Updates der letzten Tage zu tun hat. Oh, fuck. So, wir müssen ja zum TÜV. Dann können wir hier rechts fahren. Ja, 14,8 sieht gut aus. 14,7, 14,6. Nur solange wir bei 14 bleiben, ist alles gut. Müssen wir nochmal nachjustieren. Habe ich den Schraubendreher dabei? Ja, gut. Die 14 bleibt. Sehr gut. Und wir werden von einem Fahrzeug verfolgt. Beschleunigung ist auch ein bisschen besser geworden. Vermute ich zumindestens. Ist aber, glaube ich, auch nur so ein Gefühl. Muss jetzt nicht wirklich schneller sein als vorher. Doch, wir müssten eigentlich langsamer sein als vorher.
Wir geben jetzt deutlich mehr Luft als Benzin. So gesehen, die Mischung ist jetzt optimal. So sollte der Wagen runterlaufen und die Emissionswerte sollen stimmen. Sollten. Oh, fuck. Scheiße, Leute. Dankeschön fürs Beschützen. Oh mein Gott. Puh, okay. Also, wir sind gestorben. Wir sind weggerutscht. Ich konnte den Wagen zwar wieder fangen, aber die Reifen waren so warm und auf Temperatur, dass wir gnadenlos direkt Grip hatten und damit hatte ich nicht rechnen können. Ich sehe auch gerade, der TÜV ist eh zu. Wir haben irgendwann freitags jetzt, mittags oder so, ich weiß es nicht. Aber zum Glück haben wir unseren Roller hier letztens geparkt, mit dem wir nicht zu schnell fahren dürfen, weil der Helm dürfte nicht hier liegen. Ah doch, der Helm liegt hier, alles gut. Sehr gut. Alles ist in bester Ordnung, Leute. Wir haben alles richtig gemacht bis jetzt. Alles richtig. So, mal ganz kurz. Dann können wir nämlich hier... können wir nicht. Nein, können wir nicht. Kurz nochmal absteigen. Den Stand entfernen, damit wir auch ordentlich drauf sitzen können. Jetzt müsste er angehen. Herrlich. Dann gehen wir unser Auto mal besuchen. Das ärgert mich so sehr, weil ich genau weiß, wir waren nicht weit weg. Ärgerlich. Ich glaube, da ist auch sehr viel kaputt gegangen. So wie das auf den Bildern aussah. Ich meine, wir hatten auch einen übelsten Crash. Der Unfall war nicht ohne. Wir sind doch weiter weg, als ich gedacht habe. Ich glaube, da vorne liegen wir. Ja. Wir werden langsamer. Oh mein Gott, Leute. Das sieht übel aus. Ach du Scheiße. Ich glaube, dass wir... uns von unserem wunderschönen kleinen Auto erstmal wieder verabschieden müssen. Ach du Scheiße. Was ist das hier? Ah. Die können wir kurz anbringen, würde ich sagen. Ah ne, können wir nicht, weil ist ja schon überall angebracht.
Das ist unser Seitenfender, glaube ich. Unser rechter, der ist abgeflogen. Das dürfte unser linker. Und natürlich, wie immer, unsere Windschutzscheibe. Kurz hier rüberlaufen, unseren Fender holen. Oder unsere Motorhaube holen. Entschuldigung. Scheiße, hä. So, ganz schnell gucken, dass wir das Auto umgedreht bekommen. So, erstmal runter von der Ecke hier. So. Okay, Auto steht. Auto steht, Motor sieht relativ intakt aus und ansonsten sieht es auch nicht so tragisch aus. Wir haben halt übelst. Will er helfen? Fände ich nice, aber ich glaube, uns ist nicht mehr zu helfen. So, mal kurz das Warndreieck provisorisch aufstellen. So. Na komm. Also, wir müssen zugeben. Also, ich muss zumindest zugeben. Was ist das? Leute, warum liegen hier Zündkerzen? Hier liegen Zündkerzen, 4 Stück. Hat es uns die Zündkerzen rausgeknüppelt oder was? Unsere Batterie ist weg. Und es hat unsere Zündkerzen rausgehauen. Ich glaube, dieser Unfall war doch nicht so einfach, wie ich dachte. Scheiße. Das war ohne Spaß, Leute. Was ist das denn jetzt? Ja, mal kurz gucken, ob wir die Batterie irgendwo finden, oder? Weil die wäre ja schon nicht schlecht wieder zu haben, dass wir unser Fahrzeug wenigstens nachschauen können, ob alles andere funktioniert. Ja, das ist schon. Mit dem Unfall habe ich nicht gerechnet. Also wirklich nicht, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sagt, doch, safe. Safe habt ihr damit gerechnet. Also ich sage, nein. Ich habe damit nicht gerechnet. Hier haben wir einen Bumper gefunden. Ich glaube, die Batterie ist im Nirvana verschwunden irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen mit dem Van kommen und unser Auto abschleppen, weil hier ist mehr kaputt, als ich gedacht habe. Aber der Unfall war auch pervers. Ich glaube, den lassen wir nochmal in Zeitlupe gleich geschehen. Boah, miese. Vielleicht liegt die Batterie irgendwo im Auto? Nein. Huch. Ich meine, so geht's ja noch, ne? Vom Optischen her hat Hildegard wenig abbekommen. Ein bisschen Dach kaputt, ein bisschen in den Schrägen was kaputt, aber sonst vollkommen in Ordnung. In Anführungsstrichen natürlich, ne? Die Reparatur wird uns wieder Millionen kosten. Aber auch die Batterie ist wieder weg, ne? Wo hat's die Batterie hingehauen? Und das, was ich richtig krass finde, ist ja, unsere Zündkerzen hat's rausgehauen. Was ich noch nicht ganz verstehe, weil eigentlich sind die ja fest, ne? Liegt die Batterie denn hier drinne irgendwo? Dass ich sie einfach nur übersehe, aber nein. Aber schön sortiert unsere Zündkerzen, oder? Ich kann sie leider auch nicht aufheben.
Sie stacken so richtig im Boden fest. Geil. Titel: Auf der Suche nach der Batterie. Dum, dum, dum. Der Tag nach dem Tod. Ja, wir müssen einen Abschleppwagen holen, würde ich sagen. Und entweder straight nach Flattery schieben, fahren und da reparieren lassen. Karosserie, Instandsetzung, Windschutzscheibe und alles. Weil sonst sehe ich schwarz für unser Auto. Die Batterie liegt hier aber auch nicht drin, ne? Scheiße. Wie hat's die Batterie denn da rausgehauen? Ja, man setzt sie ja nur ein. Man schraubt sie selber nicht fest und das ist die Problematik, glaube ich. Bin mal gespannt. Hier ist Warndreieck, ne? Ja, hast gut drauf geachtet, Junge. Schön. Ich merke schon, das Warndreieck, ich weiß, das müsste normalerweise 100 Meter im Voraus stehen und so. Wir stellen das jetzt mal hier vorne hin. Der hat ein bisschen panisch reagiert, wie man sieht. Ja, doof gelaufen. Wir setzen das Auto mal so weit zusammen, wie es geht. Was ist jetzt kaputt gegangen? Ich glaube, jetzt ist noch was kaputt gegangen. Glaube ich zumindestens. Okay, die Motorhaube lässt sich nicht mehr montieren. Okay. Ist ja halb so tragisch. Sie sitzt ja ganz gut dran. So, dann der Seitenfender gehört dahin. Und das ist der Bumper für vorne. Leicht verbogen. Vielleicht kriegen wir den noch montiert. Ach ja, hält. Das bin ich alles. So, das die Windschutzscheibe, die können wir jetzt nicht unbedingt montieren, weil... So. Okay, die Türen dürfen wir nicht öffnen, weil sonst hier wieder alles auseinanderfliegt. Habe ich verstanden, ist okay für mich. Nur die Motorhaube will gar nicht mehr. Ja, gut. Geil. Schön. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Und ich fahre schon mal nach Hause. Guck, dass wir alles besorgen zum Abschleppen. Und dann, ja, denke ich mal, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt gesund, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.